Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen heute zu meinem zweiten Strick-Podcast an diesem wunderbar schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr seid bereit für meine wunderbare Dahlia-Strickjacke, die ich euch heute mitgebracht habe. Und ihr habt die Nadeln bereitgelegt, habt euch vielleicht eine schöne Tasse Tee oder Kaffee aufgebrüht. Und dann würde ich sagen, an die Nadeln, fertig und los! Ja, nochmal herzlich willkommen heute zu meinem zweiten Strick-Podcast. Als allererstes möchte ich mich bei euch bedanken für die neuen vielen Abonnenten, die ich bekommen habe, für die vielen Likes und vor allem auch für eure lieben Kommentare. Es war ja erstmal so als Versuch gestartet, bei mir einfach mal ein bisschen vor der Kamera zu plappern, was ich so am Stricken bin und was ich schon fertiggestellt habe. Und ja, aufgrund der vielen lieben Kommentare habe ich gedacht, mache ich direkt dieses Wochenende schon wieder eine zweite Podcast-Folge. Wie angekündigt, kann ich euch präsentieren, diese wunderbare Dahlia-Strickjacke. Ich habe sie tatsächlich fertig bekommen und ja, aus dem Grund möchte ich sie euch heute gerne vorstellen. Auch wieder mit den 5 Fakten, wie in der letzten Woche auch. Ja, und dann hoffe ich, dass euch meine Präsentation von dieser Dahlia-Strickjacke wieder genauso gut gefällt wie in der letzten Woche. Ja, kommen wir zum allerersten Fakt zur Dahlia-Strickjacke. Ich habe die Anleitung bei Ravelry gekauft und zwar ist die von Lenit, von der lieben Lene Holm-Samse. Und die Anleitung heißt einfach Dahlia-Strickjacke. Und wenn ihr mal bei ihr schaut, ich kann das gerne auch unten einmal verlinken. Sie hat auch ganz viele andere tolle Designs und unter anderem die Strickjacke, das Muster der Strickjacke auch nochmal in einem Pulli verarbeitet. Da sind, glaube ich, es scheint mir so, als wären diese Dahlien, die man hier ausbildet, ein wenig größer. Und der sieht auch super kuschelig aus und flauschig und der steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Strickliste. Allerdings nicht ganz oben, weil ich ja jetzt das Plattmuster schon einmal oder dieses Dahlienmuster schon einmal gestrickt habe und natürlich noch viele andere Designs auch auf mich warten. Ja, der Fakt Nummer 2 ist, dass es sich hierbei um eine Strickjacke handelt, wie ihr hier auch schon seht. Ich mache mal meine Haare weg. Genau, es ist eine Strickjacke, die auch wieder von oben nach unten gestrickt wird. Die Arme werden ohne Naht hier direkt angestrickt, werden erst stillgelegt und später angestrickt. Und ja, man beginnt mit diesem wunderbaren Blattmuster und ich glaube, da werde ich euch hier auf der Seite auch einfach nochmal einblenden, wie das Ganze getragen aussieht. Und zwar ist das Blattmuster, diese Passe, einmal komplett um den Körper rum, sage ich mal. Und ja, dann werden ganz am Ende noch hier vorne diese beiden Plenden angestrickt und die Knopflöcher auch hergestellt. Und ja, damit hat man eine wunderbare Basic-Strickjacke, wie ich finde, die aber doch durch oben diese Passe mit dem, ich sage mal Blättermuster, es soll natürlich Dahlien sein, aber ja, mit diesem schönen Muster da eine tolle Basic-Variante, die man, glaube ich, auch auf alles wirklich schön anziehen kann, die auch so, ich sag mal, halb schick und bürotauglich auf jeden Fall auch ist. Genau, ihr seht hier auch, eigentlich ist es so, dass hier 7 Knöpfe dran gehören. Ich war schon total stolz, dass ich es tatsächlich geschafft habe, die Strickjacke fertig zu bekommen. Auch vor allem mit Faden vernähen bzw. Abschneiden und auch hier an den Bündchen alles parat machen. Das ist nämlich was ich doch häufiger irgendwie noch vor mir herschiebe. Dann ist da noch der ein oder andere Faden irgendwo innen drin. Den sieht man ja von außen beim Tragen nicht. Aber naja, fertig, richtig fertig ist ja dann natürlich doch nicht. Und jetzt muss ich sagen, ich habe diese wunderbaren Knöpfe gefunden, die echt super schön passen. Und ich habe hier noch einen liegen, weil ich doch tatsächlich nur 5 Knöpfe zu Hause habe. Die hatte ich eigentlich für ein anderes Projekt eingeplant. Und jetzt werde ich am Wochenende oder ja wahrscheinlich heute noch mal ins Geschäft fahren und hoffen, drückt mir bitte die Daumen, dass dieser Knopf noch verfügbar ist. Ich habe die nämlich vor einem Jahr gekauft. Falls das nicht der Fall sein sollte, muss ich mal gucken, muss ich andere schöne Knöpfe suchen. Das ist für mich immer so ein leidiges Thema. Ich finde,
das ist ja nur ein kleines Detail, aber ich finde es nicht so einfach, immer die passenden Knöpfe zu finden. Und jetzt hier die, ich kann euch das auch noch mal ein bisschen näher vielleicht zeigen. Ich finde, die passen total schön zu der ganzen Strickjacke. Und ja, deswegen hoffe ich wirklich, dass ich die dann noch mal in der Stadt auch finde. Dann kann ich auch die restlichen Knöpfe noch dran machen. Hier sind nämlich auch noch drei Knopflöcher und dann kann man die Strickjacke im Prinzip auch hier komplett schließen. Ich muss aber auch gestehen, ich hatte sie auch jetzt schon auf der Arbeit an, weil ja, ich meine, so sieht es doch auch ordentlich aus, oder? Ne? Und genau, da kann ich euch gerne das nächste Mal auch berichten, ob ich fündig geworden bin oder vielleicht nochmal kurz in einem Bild zeigen, wenn ich dann mich doch für andere Knöpfe entschieden habe. Da findet ihr auf jeden Fall aber auch auf Instagram nochmal neue Infos von mir, wenn ich da nochmal was dran verändert habe. Ja, kommen wir zum Fakt Nummer 3, das ist die Wolle. Und zwar habe ich hier die Double Sunday, ihr seht sie hier, von Sandness Garn verwendet. Das ist genau die Wolle in einem staubigen Olivgrün, übersetzt laut dem Hersteller. Ich weiß nicht, ich finde, Farben kann man immer sehr schwer nur einfangen. Mir gefällt, also es ist noch etwas grünlicher, als ich es jetzt hier auf jeden Fall sehe. Mir gefällt die Farbe total gut. Die ist ein schönes Basic. Ich habe jetzt ein schwarzes Top an. Gestern hatte ich ein weißes Top drauf an. Also da kann man, glaube ich, ziemlich viel drauf anziehen. Und ich habe meistens, wie ihr seht, eine Jeans an. Das passt auch wunderbar dazu. Genau, das ist die Farbe 9071. Und die Double Sunday ist 100% Merino-Wolle. Die ist ja, jetzt nicht besonders weich, aber kratzt auf gar keinen Fall und hält schön warm. Also ich finde, das ist echt ein tolles Garn, was sich auch total schnell und super verstricken lässt. Also ja, ich kann die Double Sunday auf jeden Fall empfehlen. Die Anleitung ist eigentlich nicht dafür geschrieben für die Double Sunday. Ich habe aber eine Maschenprobe gemacht, wie ich das immer vorher mache. Es hat ungefähr gepasst und dadurch ja, habe ich jetzt einfach ganz normal nach Anleitung gestrickt, die Größe M. Und das hat mit der Double Sunday super funktioniert. Also Daumen auf jeden Fall nach oben. Eine große Empfehlung, die Dahlia Strickjacke hier auch mit der Double Sunday zu stricken. Ja, direkt daran angeschlossen, natürlich auch der Fakt Nummer 4. Ich habe hier mit der Nadelstärke 4 gestrickt und hier an den Bündchen, also einmal hier am Bündchen, hier oben einmal am Bündchen und natürlich vorne und hier unten an dem Bündchen. Da wird eine Nadelstärke reduziert, also in meinem Fall Nadelstärke 3,0. Und gerade im Vergleich zu dem letzte Woche präsentierten Serenas Lace Sweater ist es natürlich total fix gegangen, hier auch weiter zu stricken, weil ich eine ganze Nadelstärke hochgegangen bin und dadurch ist das Strickergebnis natürlich auch schneller vorhanden. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich glaube, ich hatte den zweiten Ärmel letzte Woche angefangen und letztes Wochenende hatte ich ein bisschen Zeit zum Stricken. Da habe ich wirklich dann den kompletten Arm noch gestrickt und ich war ja irgendwo beim Körper, ja, war ich hier. Da habe ich auch runtergestrickt und war irgendwann total erstaunt, dass es schon lang genug ist, um mit dem Bündchen zu beginnen. Das freut einen dann natürlich. Und dann habe ich doch tatsächlich es am letzten Wochenende geschafft, die Strickjacke zu stricken. Und ja, habe sie dann natürlich noch gewaschen, ein bisschen gespannt, getrocknet und dann jetzt in den letzten Tagen noch die Knöpfe angenäht, soweit es denn ging. Und ja, bin jetzt total froh, dass ich die Strickjacke endlich fertig habe. Wobei wir hier auch schon beim Fakt Nummer 5 wären. Ich habe die Dahlia Strickjacke im Rahmen des My Summer Cardigan Call von der Frau Medi und der Mädelsplausch gestrickt. Kann ich euch gerne auch mal die Profile unten verlinken. Das sind nämlich auch zwei ganz wunderbare Mädels. Die Frau Medi, die befasst sich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beim Stricken, was ich auch super wichtig finde, was die GOTS-Zertifizierung, was es damit auf sich hat und so. Und Mädelsplausch macht jeden Sonntag eine Sonntagsstrickinspiration oder Strickspiration und hat da auch ganz viele verschiedene Themen, die sie aufgreift und die sie mit der Hilfe von anderen Strickerinnen, von eigentlich jedem, der da tolle Ideen hat oder Tipps hat, macht sie da immer sonntags eine total tolle Auflistung.
Und da lohnt es sich für euch auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Die beiden geben sich super viel Mühe in dem, was sie machen. Und ja, die können natürlich auch jede Unterstützung gebrauchen und jedes Herzchen auf Instagram. Von daher werde ich sie unten auch einfach mal verlinken. Die beiden haben, wir haben schon öfter einen Knit-Along zusammen gemacht. Und in dem Rahmen haben sie jetzt im Sommer auch einen Cardigan-Knit-Along gemacht, weil man ja im Sommer, ja, für lauwarme Sommerabende, haben sie es, glaube ich, beschrieben, gerne auch mal einen Cardigan braucht. Und weil ich unbedingt bei dem Knit-Along mitmachen wollte, habe ich mir dann die Dahlia-Strickjacke ausgesucht, habe sie dann begonnen und dann, ja, wie gesagt, liegen lassen. Aber jetzt bin ich umso froher, dass ich es jetzt auch fertigstellen konnte. Und man fragt sich ja doch immer im Nachgang, warum habe ich sie nicht einfach direkt fertig gestrickt? Weil, ja, jetzt trage ich sie wirklich auch sehr gerne. Und ich finde es einfach cool mit so einer schönen Passe. Die war auch wirklich nicht schwer zu stricken. Also ich habe vorher, wie gesagt, also Lace-Muster habe ich noch nicht oft gestrickt. Und hier dieses, ja, diese Blätterpasse, die ist ja auch, die sieht total spektakulär aus. Es sind aber eigentlich in Anführungszeichen nur ein paar Umschläge und zusammengestrickte Maschen. Und wenn dann da so ein tolles Ergebnis bei rauskommt, dass man eine schöne Passe hat bei einem sonst eigentlich doch sehr basic Cardigan, dann finde ich das umso schöner und ja, wenn man da noch drauf angesprochen wird, ist es natürlich nochmal toller. Ja, das waren meine 5 Fakten jetzt zum Dahlia Cardigan. Wenn ihr da noch Fragen zu habt oder irgendwelche Anregungen oder ihr den vielleicht selbst auch gestrickt habt, dann teilt das auch gerne unter dem Hashtag Strickzeit mit Lisbeth oder auch einfach hier unten in den Kommentaren, wenn euch das sehr gut gefallen hat hier, wie ich das Ganze erläutert habe mit meinem Cardigan, dann ja, freue ich mich über jede Reaktion, die ich von euch bekomme. Dann kommen wir jetzt auch zu einem Thema, was ich in meiner Instagram-Story auch schon gefragt habe. Und zwar geht es da um das Thema Abketten. Ich kann euch hier mal gerade auch noch einblenden. Ich habe bei meiner Dahlia-Strickjacke zuerst das Bündchen mit dem italienischen, mit der italienischen Methode abgekettet. Das hat mir jetzt aber, ich weiß nicht genau warum, nicht ganz so gut gefallen. Das gefällt mir bei anderen Cardigans total gut oder bei anderen Strickstücken, die ich gestrickt habe, gefiel mir das total gut. Hier hat mir es nicht so gefallen und deswegen bin ich hier auch auf die JSSBO-Methode, die ich bei YouTube könnt ihr da ganz viele Videos angucken, die ich ja auch letzte Woche schon mal kurz erwähnt hatte, bin ich auch da drauf gegangen und das gefällt mir jetzt hier bei dem Cardigan viel besser. Ich habe das hier an den Armen auch gemacht und auch hier an der Blende und der Vorteil von dieser Methode ist, dass es sich schön wieder zusammenzieht, also es leiert nicht irgendwie aus, weil das ja auch hier alles im 1 rechts, 1 links Bündchenmuster gestrickt ist, aber es ist trotzdem auch super elastisch, also im Vergleich zur italienischen Methode ist das hier nochmal ein Stück elastischer. Und ich habe auch oft bei der italienischen Variante das Problem, dass ich es doch irgendwie wieder zu fest anziehe. Da, es kann auch einfach sein, dass ich das einfach noch nicht so gut kann. Aber warum soll man sich schwer machen, wenn man hier mit einer anderen Variante gut parat kommt? Von daher habe ich das auch damit abgekettet. Und um jetzt zurückzukommen auf meine Frage bei Instagram. Ihr habt auch fast alle geschrieben, dass ihr italienisch abkettet oder dass ihr ganz klassisch abkettet. Und ja, da frage ich euch auch einfach nochmal, wie kettet ihr denn alle ab? Habt ihr da noch irgendeine tolle Variante, die es so gibt, die man unbedingt mal ausprobieren sollte? Das könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten gibt es, glaube ich, auch wieder super viele Videos auf YouTube, wo man das erklärt bekommt. Ich bin seit letzter Woche großer Fan von der JSSBO-Methode und weiterhin mache ich aber sonst auch noch sehr vieles mit der italienischen Variante, weil das einfach so schön aussieht. Es sieht ja aus, als hätte man gar keinen richtigen Strickabschluss, sondern würde das würde so umschlagen und übergehen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Variante. Ja, so viel zum Thema Abketten. Als allerletzten Punkt, wie auch in der letzten Woche, möchte ich euch noch kurz zeigen, was ich auf den Nadeln habe. Und zwar, es ist heute nur was sehr Kleines, habt ihr vielleicht auch schon auf meinem Instagram... auf meinem Instagram-Profil gesehen, ich bin am Sockenstricken. Und es ist für mich ganz neu dieses Mal, dass ich die Socken als Toe-Up-Variante stricke, also von unten nach oben.
Und da kann ich euch sagen, das ist die Anleitung von der Paula Strickt. Das sind die Basic Socken Light. Und da verwende ich die Merida. Ich schaue mal gerade. Ich habe die jetzt hier auch in Natur. Die Lamana Merida. Ihr seht, ich bin großer Lamana-Fan. Ich mag die Wolle komplett. Also das komplette Sortiment, alles, was ich bisher von denen verstrickt habe, hat mir super gut gefallen. Strickt sich toll, trägt sich toll. Also deswegen sehr großer Lamana-Fan. Und die Anleitung von der Susanne von Paula Strickt, die ist auch mit der Lamana Merida. Und ich kann gerade mal schauen. Das ist 50% Wolle, 25% Seide und 25% Polyamid. Und das ist das einzige Sockenstrickgarn von Lamana. Und genau, ich stricke das jetzt hier in Anthrazit. Falls ihr die Anleitung kennt, da sind noch so coole Tennissockenstreifen drauf. Und letztendlich soll das in meiner, soll mein, meine Socke dann quasi diese Variante bekommen. Also sehr grau, aber auch sehr basic. Dadurch kommen dann noch die Streifen dazu. Und da bin ich mir ganz sicher, dass ich in der nächsten Woche oder dann, wenn die nächste Podcast-Folge online geht, dass ich dann die Socken fertig habe. Dann kann ich die euch gerne mal präsentieren. Genau. Und noch dazu, wir haben ja jetzt wieder Oktober und Oktober, ich sag schon Oktober, ja. Wir haben ja Oktober und als Strickerin, als Instagram-Strickerin weiß man da auch, kennt man da auch den Hashtag Socktober. Das heißt, es ist wieder Zeit, Socken zu stricken. Und ja, aus dem Grund habe ich die angeschlagen. Und aus dem Grund kann ich euch auch schon mal das Thema für meine nächste Strick, für meinen nächsten Strick-Podcast verraten. Es soll nämlich um das Thema Socktober gehen, um das Thema Sockenstricken. Und ja, in der einen Folge möchte ich euch zeigen, was ich schon so an Socken gestrickt habe, welche Anleitungen ich euch empfehlen kann. Und als kleine Besonderheit blende ich euch hier auch gerne mal ein. Es gibt noch einen Knit-Along, den ich unbedingt mitstricken will. Ich habe nämlich noch meinen, ja, das Thema UFOs, unfertige Strickobjekte. Ich habe noch meinen Into the Wild Sweater hier in meiner anderen Stricktasche, der ganz wunderschön ist, aber den ich auch noch nicht fertig gestrickt habe. Vielleicht komme ich da in nächster Zeit nochmal dazu. Bis Weihnachten sollte der auf jeden Fall fertig sein. Also, ihr werdet den in den nächsten Folgen dann auch auf jeden Fall mal sehen. Und zu diesem Into the Wild Pullover gibt es auch Into the Wild Socken. Das kann ich euch, wie gesagt, einfach mal an der Seite einblenden. Und da startet jetzt am Samstag, also heute, ja, startet der Knit Along. Und da möchte ich auf jeden Fall auch die Socken stricken. Von daher seid schon ganz gespannt auf nächste Woche, auf das Thema Socken, Socktober, Ende des Socktobers auch. Aber man kann ja auch im November noch Socken stricken. Und ich finde, Socken sind so ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Von daher dachte ich mir, das passt ganz gut, dass wir uns einfach in der nächsten Woche mal zum Thema Socken unterhalten oder ich mich damit beschäftige und ihr zuhört. Ja, genau, das waren auch schon die Themen meines heutigen Strick-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo oder auch gerne einen Kommentar, wenn ihr auch irgendwelche, ja, Wünsche habt oder Vorschläge habt, was man vielleicht auch noch so alles hier auf dem Podcast erzählen könnte, irgendwelche Themen, wo ihr sagt, da weiß ich nicht genau weiter, kannst du da nicht auch mal eine Folge zu machen? Also ganz wie ihr möchtet, schreibt einfach, was ihr, wo ihr Lust drauf habt, schaut mich meinetwegen auch gerne einfach nur an, das freut mich auch. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, habt noch ein bisschen Zeit zum Stricken oder begebt euch jetzt wieder an eure anderen Sachen, die ihr gerne macht und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben!